Wenn ein Elektroauto zu Hause geladen wird, wollen wir eines ganz sicher nicht: eine böse Überraschung bei der Jahresabrechnung. Wie könnte das also entstehen? Würde ich nicht den Teilbetrag anpassen und das Elektroauto ja ein großer Energieverbraucher, Stromverbraucher ist, muss ich mir überlegen, wie kann ich diesen Teilbetrag richtig anpassen? Ein kleines Beispiel: ein Elektroauto, ein modernes, braucht ungefähr 5 Euro auf 100 Kilometer. Wenn 12.000 Kilometer privat gefahren werden und zu Hause geladen werden, dann ist das genau ein Betrag von 600 Euro. Der 12. Teil sind 50 Euro, daher der konkrete Tipp. Für jedes Monat, wo das Elektroauto in diesem Beispiel zu Hause geladen wird, den Teilbetrag um 50 Euro erhöhen. Dann gibt es keine negativen Überraschungen bei der Jahresabrechnung. Und Sie können in Ruhe zu Hause laden und den Fahrspaß genießen.